Oh, fuck you. Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Jack the Lions 3. Ich bin 7X, schön, dass ihr da seid. Beim letzten Mal haben wir hier Fleetown eingenommen und uns die Kirche gesichert. Hier mit dem Pastor gesprochen, der hat uns direkt einige nützliche Informationen weitergegeben, die wir hier nochmal anschauen. In den Notizen, er hat uns auf das Piratengold aufmerksam gemacht, und zwar in Sektor I10 und das Spukhaus in Sektor G8, da soll sich ein Schatz befinden. G8 wäre hier, das sind 10 Gegner. Das wäre tatsächlich relativ krass. Dazu sehe ich uns aktuell nicht in der Lage. Tatsächlich ist mein Plan eher, dass wir uns hier erstmal ein wenig neu formieren. Und Dinge angehen. Zum Beispiel die Verträge von Khalina und Thor verlängern. Das wird der nächste Schritt sein. Ist das hier Trupps verwalten? Nein, nicht Trupps verwalten. Habe ich gut gemacht. Richtig, direkt im ersten Klick. Wir wollen auf die AIM-Datenbank unser Team Khalina und Thor. Contract expires a short time from now. Will you want to keep me on as part of the operation? 11k ist halt schon teuer. Da müssen wir mal gucken, wo wir die Kohle herbekommen bei Thor. Bei Khalina 4k. Uiuiui. Zumindest die Links, das hat, wollte ich mal zeigen, funktionieren auch nicht. Heißt, wir brauchen mehr Kohle. Und hier ist ein Schatz versteckt. Wir können in unserem Inventar schauen. Wir haben natürlich noch die Statuen, die wir verkaufen können. Und die Saphire. Aber dann wird es auch knapp. Jetzt sollten wir aber erstmal ein klein wenig pausieren. Das heißt, Verletzungen behandeln. Q und Tor. Und ganz klar, die zwei Angeschlagenen erholen sich. Außerdem wollen wir das Gebiet hier ausspähen. Nails geht auf Tour. Khalina müsste sich ausruhen. Und ja, Khalina ruht sich aus. Wir werden hier ganz kurz einen Zwischenstopp einlegen. Also ich möchte hier wenigstens die Müdigkeit weg haben. Haben wir geschafft. Damit ist der Lutsch auch gedropst. Das heißt, wir wollen hier uns weiter nach Norden bewegen. Mein Ziel ist auch, die Waffenlieferung hier abzufangen. Hier in I7. Die hier unterwegs ist. Da haben wir die Chance, vielleicht nochmal ein bisschen was rauszuholen an Spielzeug. Ansonsten Operation, alles anhalten. Bitte. Und dann geht's hier weiter. Und ja, es bleibt spannend. Das verlassene Anwesen. Erschöpfte Söldner 2, klarer Himmel, wir gehen rein. 10 Söldner, ein Feinddruck, 2 Scharfschützen, ein Überfallanführer, ein Schäge, 4 Marodeure. Wir gehen rein, verlassenes Anwesen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, haben wir irgendwelche Infos? Nein, natürlich wieder nicht.
Ansonsten ist es ein klarer Sektor. Hier liegen auf jeden Fall Leichen, Leichen, Leichen. Knietief in Leichen. Sieht mir eher aus wie so ein... Weiß nicht. Aber hier irgendwo ein Haupt... Das hier scheint... Das da scheint schon das Hauptgebäude zu sein. Okay. Haben wir soweit geklärt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir irgendwo hier Dächer haben. Hier hätten wir eine Veranda. Ich gehe davon aus, dass hier verlassenes Gebäude ist, ganz klar besetzt. Das wird dicht sein. Da ist halt echt die Frage, wo wir da reinkommen. Hier hätten wir einen Schuppen. Aber für mich sieht es eher aus, als wäre das gut verteidigt. Na gut. Wir landen hier. Hey, Scooter. I got an idea for an off-road challenge. What do you say? I'm thinking we should run a little side hustle on these dudes. What do you say? Outstanding. Und dann müssen wir hier vorsichtig vorgehen. Ich gehe davon aus, hier kein anderer Söldner als Nails. Oh, der Newsletter ist da. Der Newsletter ist da. Da gehen wir doch zum Newsletter. Oh. Gute Neuigkeiten, Krankheiten und Gerüchte. Na toll. Das Kreuzfeld-Jakobs-Sanatorium organisiert eine Blutspendenaktion. Sehr schön. Spenden Sie Blut. Spenden Sie Blut. Spenden Sie Blut. Wie gesagt, ihr könnt die komplette Nachricht lesen. Ich scroll ja langsam durch. Was haben wir noch? Eine neue Krankheit. Rote Tollwut genannt. Dr. Kronberg vom Kreuzfeld Jakob sagt, sei frei erfunden. Reichlich Gerüchte. Okay, wir haben hier diese Seuche anscheinend. Vielen Dank dafür. Die Legion erleidet Verluste. Verliert den Boden an Fleetown. Ja. Gibt nur wenige Informationen, aber wir haben sie alle live miterlebt. Ansonsten schaut euch die vorherigen Folgen an. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, Abo da lassen. Einfach mal auf den Button klicken. Wäre auch mal nett. Fleetown, schon immer von Unruhen geprägt. Von Armut, Mike, Schießereien, ja. Ja. Die Gangs, Jugendliche und sonst noch was. Aus der seligen Geister. Ja, was kostet es, eine Seele zu retten? Wir werden es erleben. Wir wollen hier auf jeden Fall rein. Ich bin für Anschleichen. Wäre cool, wenn wir hier einfach nach oben kämen. Reuter, das können... Oh! Fuck you! Buh! Verdammte Axt! Direkt wieder die Falle mit dem Minenfeld. Also Nails nach vorne. Da ist noch eine Tretmine, okay. Okay, die ist sehr schwer zu sehen. Aber auch das haben wir geschafft. Nehmen wir mal das Positive. Wenn wir Tretminen finden, haben wir... Teile, die wir finden. Was haben wir hier? Nur einen leeren Schuppen. Das Haus hat keine Rückwand, in die wir rein können. Stockwerk da oben erreichen wir nur über innen. Mir wäre es natürlich lieber, wenn wir hier klare... Das Team muss... Okay, da ich höre jemanden. Okay, auch die suchen den Schatz. Okay, da haben wir auf jeden Fall Spaß.
Dann versuchen wir es durch die Hütte. Oder ist jemand drin? Ich sollte vielleicht hier einmal die Ansicht ein. Da war einer. Okay. Also gut, Team ist bereit auf jeden Fall. Die beiden hier. Oh, da ist er. Ein Scharfschütze. Das sind mehrere. Okay. Okay, da sind 4, 5 Gegner. Haben natürlich hier eine gute Position, um die auszuschalten. Aber ist die Frage, wie wir das erreichen, wenn die hier drinnen stehen. Er steht hier am Fenster. Das ist ja durchaus eine Option. Denke, wir werden versuchen, hier rumzukommen und ihn dann eine Falle zu stellen. Wir haben hier die Rohrbombe. Wenn wir es schaffen, die Rohrbombe... Hier hätten wir eine Deckung für Halina. Hier sind Explosionsfässer. Das ist vielleicht eine ganz nette Nummer. Wir haben die Ziele da drin. Damit können wir hier hin, also wenn wir sie hier hinlocken können, dann haben wir mit Nails auf jeden Fall eine Chance. Halina hat hier auf jeden Fall eine gute Deckung. Und dann hier von der Seite reinpushen. Da könnten wir auf jeden Fall was erreichen. Das ist der Plan. Sind wir ja gut in Sicherheit. Sollte uns. Hier können wir dann die Tür. Jetzt hat Halina den Überfallanführer als Ziel. Dann wollen wir mal. Also, Plan ist klar. Halina von hier, den Überfallanführer, die rennen hier rein. Und wir können von der Seite hier entsprechend reingehen und den von hinten in den Rücken fallen. Okay, es ist natürlich auch schwer, jemand von vorne in den Rücken zu fallen. Aber Plan steht. Ist nicht die sneakyste Variante, aber wir kriegen den... Ich möchte den Überfallanführer. Scharfschütze wollen wir nicht. Wir wollen den hier. Möchte Nails sogar noch hier vorne bringen. Wenn da oben jetzt einer wäre, wäre das fatal. Oh! Seht ihr das? Wow! Das ist ja noch besser. I am
Ihr beiden zieht hier ab. What? Und ich kann hier lauern. Okay. Visualize success. Habt ihr das gesehen, was ich gesehen habe? Was das für eine Möglichkeit ist. Oh, das ist ja sexy. Ja, ich weiß, ich habe den Plan nochmal verworfen. Aber da hinten haben wir ja eine Treppe. Wenn wir da nach oben kommen und die zwei Sneakies da oben. Okay. Untersuchen mit Dr. Q. Was ist das denn hier? Dürfen wir nur hoffen, dass da keine Minen sind. Wir haben da Technik-Chick fehlgeschlagen. Sollten da Minen sein, laden wir neu. Okay. Sollten da Minen sein, laden wir neu. Der war mit Ansage. Das ist ein Schurke. Ja, das ist schön, dass du den gesehen hast. Nails, helf mal mit. This thing looks rigged to do something nasty. Da ist eine. Damn, I think I ripped my pants. Da ist eine. Body weren't made for no damn sneaking around. Hey, what's that? Ui. Okay, hier könnten wir hochkommen. Das wäre natürlich fantastisch. Dann kann Nails nach da. Und ihr beiden. Wo ist die letzte Tretmine? Also da, okay. Bin ja vorsichtig. Und dann gehen wir da hier hoch. If you are quiet in your mind, you are quiet in your body. Okay, da ist. This deserves closer examination. My approach will go unnoticed. The enemy will not expect this. Also, if you are quiet in your mind, if I must kill, it is better to do it quietly. You get bad. Okay, die haben dass wir hier das voll versäbelt haben. Also nochmal. Wir müssen uns beeilen, heißt das. Also gut, also Kamera nach oben, Tor nach oben und sobald Dr. Q oben ist, da warten wir gar nicht lange. So, einmal Hals bitte. I am discovered. Confrontation is inevitable. Also gut, okay. The enemy is in the open. Also gut, du kriegst hier nochmal ein Messer ab. Verfehlt, das ist schlecht. Fast tot. It's me, Thor. Und Thor hat automatisches Feuer auf den Marodeur da hinten. Sehr gut. Allerdings wird er Alarm auslösen.
Das ist suboptimal. Okay, die sehen nichts an, macht aber nichts. Aiming. Wir wollen. Wir erwischen. Oh, oh, oh. Jetzt ist hier Achterbahn. Sturm! Eieiei. Okay, okay, okay. Hier passiert ganz schön viel auf einmal. Wieso kriegen die Inni? Ja, Papa. Wir gehen hier zur Seite. Okay, Halina. Nails. Einmal Rohrbombe hier rein. Missgeschick, no! Das macht nix. Nails, Rohrbombe Nummer 2. Das sieht doch böse aus. Wen hast du hier im Ziel? Den nicht. Okay. Wenn wir hier rangehen, dann haben wir einmal mit der Shoddy den Doppellauf da rein. Und dann können wir uns da einfach hinlegen. Hat niemand Sicht? Yeah. Halina bekommt hier auf jeden Fall eine. Wenn sie sich hinstellt, kriegt sie vielleicht auch eine. Hier oben bekommen wir eine Sicht. Das ist nicht gut. Wir überwachen die Tür. Und dann hoffen wir, dass das hält. Okay, der Überfallanführer kommt raus. Ist aber unterdrückt. Okay, da oben bewegt sich alles Mögliche. No! Sperrfeuer! Da ist noch ein Speer, verdammte Axt! So, mit Rohrbomben haben wir da drin alles erledigt. Auf geht's! Quick job! Go ahead and give yourself a round of applause! You earned it! So, also, der Überfallanführer. Da geht ja kein Full Auto. Zu wenig AP, okay, haben wir nicht. Okay, Feuer. Doppelt. Ice has the kind of aura that inspires greatness. So, was haben wir da oben? Mit der Uzi können wir hier in Deckung laufen. Machen wir. Okay, den einen Side-Hustle haben wir geschafft. Kein anderer Söldner als Nails darf in diesem Kampf Schaden erleiden. Das wird schwer. Hier haben wir noch einen Marodeur. Zweite Waffe sind die Double Pistols. My mind is focused.
Ich glaube, wir halten da einfach mit Full Auto nochmal rein. Der Unterdrückungsstatus ist mir halt echt viel wert, um es nochmal ganz kurz zu erklären. So, erkläre ich gleich. Nails. Hat hier, und da ist noch einer schwer verletzt, das ist okay. Den hier haben wir auf Salvenfeuer. Kopf. Schwer verletzt und gehen hier wieder in Deckung. Yes. Und hier können wir jetzt von unten. Jetzt haben wir sie flankiert. Schäge, schwer verletzt. Ja. Sehr gut. Ich denke, der unterdrückte Marodeur ist eher unser Ziel. Oh, der war schön. Der war richtig schön. Alina hat auch noch ein Ziel. Aha, diesen Späher hier einmal sauber. Unverletzt, nicht getroffen, das ist schlecht. Aber markiert. So, das war die Runde. Jetzt muss hier Eis das überstehen und dann sehen wir mal weiter. Okay. Der ist unterdrückt. No! Uah. Okay, der muss rein. Das hat Halina gut gemacht. Nails blutet. Aber da können wir was tun. Aber zuerst machen wir hier oben weiter. Schwer verletzt. Wir gehen hier Run and Gun auf den Marodeur. Dr. Q hat ihn. Damit hat Thor die Chance nachzuladen, ja. Aber er wechselt darauf Pistolen. Und wir rücken hier vor. Müssen gucken, ob da unten einer ist. Nails hat einen direkten Freund bei sich. Da von unten, denke ich, können wir den schön erledigen. Sehr gut. Hat sich geblutdurstet und dann vorrücken. Das kritische Ziel ist oben, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Hier unten waren Scharfschützen, aber die dürfen wir ausgeschaltet haben. Alles gesichert, sehr gut. Alina muss hier das im Blick behalten. Hier oben. Also, wir gehen hier mal nach oben. Hier oben ist die Gefahr ja am größten. Und er kann sich hier erstmal verbinden. Und dann gehen wir weiter. Ich gehe davon aus, dass der jetzt hier in die Mitte kommt. Das ist gut. Oh, der kommt sogar runter. Das ist super. Okay, Carlina bekommt mit einer Gratisbewegung hierhin sogar Feuer. Oh, jetzt haben wir fast nicht dran gedacht, dass hier... okay, wir haben nicht dran gedacht. 36 Schaden. Dass hier ja alles vermint ist. Dr. Q holt ihn sich. Kein Ziel? Wieso hast du kein Ziel? Wollen die Geister meine Hände führen? Ja, bitte. No! Na gut, wir haben von unten noch eine Chance.
Oberkörper, Rüstung durchbohrt, ist gut, haben wir. Nur ein Streifschuss. Wir haben noch einen Versuch, ne? Hey, try shooting the bad guys next time. Bleibt noch Nails. About to drop the hammer on this one. Nails, du schaffst das. Come on, Nails. Ice here. Letzter Mann, Ice Williams. Watch me pop a cap in this dude. Full Auto, bitte. Dann ist weg. Und? War's das? Immer noch nicht. Wir haben noch mehr zu tun. Ja, Himmel, hilf. Könnte natürlich hier sein und hier im Gartenhäuschen. Das ist noch eine Möglichkeit. Aber das sehen wir gleich. Ah, da oben ist noch ein Speer. Eieiei. Ein Gegner noch über. Da oben ist er. Ja? Nails hier. Wenn wir mit einer Granate erwischen. Nee, das wäre aber cool gewesen. Keep it in real. I await your command. Okay, also gut. Der Dog hat die Chance. Probability of success is high. Probability of success is high. Okay. Doktor. Da kann man ja richtig von Doktor Tod sprechen. Zauberstabil, alles abgeräumt. Dass das so astrein läuft, hätte ich nicht gedacht. Aber... zwei Rohrbomben, Nails und ein Blutbad. Das haben wir schon schick hinbekommen. Und jetzt speichern wir natürlich. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal suchen wir den Schatz. Und beim nächsten Mal looten wir. Und dann gibt's mehr. In diesem Sinne, heute eine erfolgreiche Schlacht. Beim nächsten Mal erfolgreiches Looten. Tschüss, bis dann.